Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder mythisch-plussig unterwegs und der Grund, warum wir quasi jetzt, oder ihr, eine Double-Mage-Folge habt, also was heißt Double-Mage, gestern war Magier und heute ist auch nochmal Magier, ist eigentlich nur, weil ich gerade ein Ziel vor Augen habe. Wenn ihr das Video gestern gesehen habt, wenn nicht, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr zukünftig keine Videos verpasst. Euch entgeht teilweise hochklassiger Content, wie ich es schaffe, innerhalb von 20 Minuten dreimal an den dümmsten Sachen zu sterben. Manchmal konzentriere ich mich auch ein bisschen, aber das ist tatsächlich meistens eher der Fall, wenn ich Raiden bin. Und das war zum Beispiel auch ziemlich dumm, weil da habe ich mich selber weggeknallt mit den Nesseln. Hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Aber ist ja auch scheißegal. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Was ich eigentlich sagen wollte, weswegen wir hier drin sind, es ist jetzt nur ein 15er Key, aber ich brauche Score. In der letzten Folge habe ich den einzigen Dungeon abgefrühstückt, wo ich noch gar kein Rating drin hatte. Das war Rabenwehr. Der Dungeon hat mir 200 Schieß-mich-tot-Score gegeben und hat mich auf sage und schreibe 1908 katapultiert. Also dafür, dass ich seit Wochen minimalen Aufwand fahre mit dem Char, bin ich damit halbwegs zufrieden. Es hat jetzt hier unten noch nicht aktualisiert, beziehungsweise ich hatte das Addon nicht aktualisiert. Deswegen nicht wundern, dass es da jetzt nicht drin steht oder dass ihr sagt, hä, dann lauf doch einfach Rabenwehr, dann kriegst du noch mehr Score. Den hatte ich schon gemacht. Aber ich habe einen Kronsteig plus 5. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, müsste Kronsteig plus 15 ausreichen, damit ich in der Lage bin, über die 2000 Rating zu kommen. Also es müsste knapp, aber es müsste aufgehen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Eigentlich wollte ich, um auf Nummer sicher zu gehen, halt ein 16er, 17er machen, aber wie ihr das kennt, in World of Warcraft sind auch nur noch Geiers unterwegs und keiner will mich mit Item Level 472 mitnehmen, weil sich da irgendwelche Boys anmelden, die halt dann 480 haben, weil sie Aspect-Tokens farmen. Und dann komme ich in diese Gruppen halt einfach nicht rein. Das ist ziemlich toxisch, aber was will ich machen? Das war übrigens ein Scherz, bevor wieder jemand gerade der Hut hochgeht vor seinem Monitor und entgeistert in die Tasten haut. Nicht immer alles so ernst nehmen, möchte ich mal dazu sagen. Ist ein sehr großes Phänomen in den YouTube-Kommentaren. Aber ja, ich hoffe einfach daher, dass das jetzt hier reicht und ich in Frieden nach diesem Dungeon mit meinen 2000 Rating in den Sonnenuntergang reiten kann, damit ich dann mir ein Item holen kann für dieses T-Token, was ich dann bekomme. Also hier habe ich noch 457er Höschen und so weiter und so fort. Das wären dann alles, das wäre dann was ich gerne austauschen würde. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf gerade, welches hat oder welches Token das höchste Item-Level theoretisch hat. Es müssten, glaube ich, Schultern sein, das, was bei Tindral droppt, auf jeden Fall. Aber da weiß ich noch nicht, was ich dann am Ende nehme. Mal gucken. Hängt vielleicht auch davon ab, ob in der Inni hier irgendwas Besonderes droppt, gehe ich jetzt aber nicht von aus. Und dementsprechend wählen wir dann einfach das, was mir in dem Moment am meisten Item-Level gibt. Was ich in der letzten Episode ja schon gesagt hatte, wir sind jetzt unterwegs hier auf Item-Level 472. Das ist schon ganz okay. Okay. Was passiert hier? WoW down. Hilfe. Okay. Interessant. Keine Ahnung, was das war. Aber es ging gar nichts. Also gar nichts. Wie Gargamel, nur mit nichts am Ende. Ohne Mehl. Ja, keine Ahnung. Ich hatte das jetzt neulich schon mal, als ich gestreamt hatte. Im Raid tatsächlich. Da hatte ich bei Tindral auch so einen, weiß nicht, 5 bis 10 sekündigen Freeze. Aber auch nur in einem Try, wo wirklich gar nichts mehr ging. Und es war auch wirklich nur dieses eine Mal. Jetzt ist es das zweite Mal. Wahrscheinlich ist wieder irgendwo ein Windows-Update in der Pipeline. Ansonsten, das sind meistens die Dinge, die das am Ende versauen. Finde ich zumindest. So, ich drücke jetzt gleich direkt Machtverschiebung, bevor ich
Keine Ahnung, damit ich jetzt nicht noch die 8 Sekunden warten muss, war zwar wahrscheinlich verschenkt, aber ich setze die Fähigkeit eh absolut scheiße ein. Nein! Kann ich damit Invis raus? Ich kann gar nichts drücken, ne? Toxic. Und jetzt noch das! Genau! Genau. Klasse. Absolut klasse. So stellt man sich den Start in den Bossfight vor. Erstmal schön geroutet werden. Da muss ich tatsächlich... Happy, happy, happy. Nicht nochmal, Bruder. Nicht nochmal. Ich lasse mich jetzt hier nicht nochmal bimsen. Also das war schon sehr toxisch, ne? Auch nochmal der Versuch von dem Boss, mich da ein zweites Mal reinzuprügeln. Fand ich nicht nett. So, die Dorn, die werden richtig wegeskaliert. Braucht man nicht, weil der Boss hat den Demon Hunter schon wegeskaliert. Lel? Ich will jetzt mal behaupten, ohne mir genauer das Healmeter anzugucken. Danke. Gib mir doch mal einen Hagelbrock, please. Ohne mir jetzt das Healmeter genauer angesehen zu haben, aber würde ich schätzen, dass der Heiler ein kleines bisschen am Struggeln ist. Weil wir da gerade bei so Overlaps wie gerade wegkippen. Ja, war auch ein bisschen unlucky. Also... Wenn ein Spieler in den Dornen hängt und dann kommt das Feuer dazu, dann, ja, das kann schon passieren, dass dann jemand umklatscht, weil der Spieler halt Schaden durch die Dornen kriegt. Plus nochmal extra von dem ganzen AOE vom Feuer dann. Möchte ich gar nicht sagen, aber ja, ach komm ey. Das finde ich auch... Warum kann ich zum Beispiel als Druide da Baumrinde drücken und als Magier kann ich hier gar nichts machen? Heiler tot, Tank tot und hör mir auf. Go Demon Hunter. Klasse. Absolut fantastisch. Also, das war nichts. Halt mir das schon mal fest. Wir klappen mal hier das Menü zu. Sonst ist mein Penismeter... verdeckt. Das wollen wir nicht. Ja. War jetzt nicht so gut. Also, wie ihr gesehen habt, wir haben da ziemlich gestruggelt gerade. Ist halt jetzt die Frage, kommen wir da jetzt besser durch? Kampfrausch haben wir noch nicht für die nächsten 3 Minuten. Cooldowns habe ich beispielsweise auch keine. Das ist jetzt auch nicht so nice. Und ich stehe direkt im Feuer. Love it. Ich packe jetzt vor den ersten Dornen einfach mal mein Schild auf alle rauf, in der Hoffnung, dass ich damit ein bisschen was ausbessern kann. Da kommen die ersten Dornen auf den Priester. Die werden jetzt richtig overkillt. Aber gut. No one cares. Ist halt jetzt die Sache. Es steht und fällt einfach damit, dass wir diese Dornen schnell töten. Ich werde jetzt einfach mal Pre-Cooldown ziehen. Okay, brauche ich gar nicht. Die waren sehr schön. Sehr schöne Dornen. Sehr, sehr geiler Lachs. Ne, wie war das in der Edeka-Werbung? Da ist sehr geiler Dorsch, glaube ich. Wenn ihr noch wisst, was ich meine, eins in die Kommentare posten. Mit dem Dude an der Kasse, der immer alles sehr, sehr geil fand. Ne? War eine sehr, sehr geile Werbung, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Die nächsten Dornen kommen nicht auf mir, sondern auf Precor. So, da wollen wir mal zu. Sehr schön, das ging sehr schnell. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran lag, dass ich eben mehrere Dornen abbekommen habe. Also ich möchte mich jetzt nicht wichtiger machen, als ich bin. Das bin ich nämlich nicht. Aber ich glaube, als Frostmagier habe ich doch eher die Möglichkeit, schneller auf diese Dornen umzuswitchen als einen Shadow Priest. Vielleicht lag das dann daran, dass uns reihenweise die Dinger weggeklappt sind. Weil jetzt in der Situation, wo weder ich noch der Demon Hunter die Scheiße bekommen... ist es doch wesentlich stabiler gerade. Beziehungsweise kommen wir damit besser durch. Jetzt nochmal auf Precor. Du bleibst da drin jetzt, Brudi. Ich kill jetzt den Boss. I don't give a shit. So. Und er ist tot. Na toll. Ich bin schuld quasi, weil ich Precor am Ende nicht noch geholfen habe. Nun ja, wie dem auch sei. War jetzt nicht der idealste Fight, weil keine Cooldowns zum Pull und was weiß ich nicht alles...
Aber auch das sind alles nur Ausreden. I think putting burst to the fire removes harvest stacks. Ja, aber ich. Hat er nicht? Der hat auch resettet, der Tank, oder? Meine ich. Also, ich war mir schon oder war schon der Meinung, dass der Tank versucht hätte, die Stacks zu resetten. Oder ich verstehe gerade die Aussage komplett falsch. Okay, da den Glacial ziehen sollen, das ist zu schnell gestorben. Das war jetzt nicht so smart. Egal. Wen interessiert's? Keiner geht auf die Maden. Dafür krieg ich. Bam! So, Bruder. Mit 20k left kriegst du noch einen 735k Gletscherstachel ins Gesicht. Das nenne ich konsequent. Ist jetzt die Frage, kommt der Tank raus mit der Schose? Ja, kommt er notgedrungen? Also, er wird quasi zu seinem Glück gezwungen. Das war aber in dem Fall, würde ich schätzen, auch die richtige Vorgehensweise, weil der ansonsten höchstwahrscheinlich ziemlich hart umgeklappt wäre. So sah es zumindest aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stacks. Stacks. Einfach alles weggezündet, gerade an Cooldowns, die ich noch übrig habe. Aber manchmal muss es einfach sein, ne? Okay, ich habe noch einen Health Pot. Da muss ich auch mal dran denken, mir auf dem Magier mal die neueren Pots zu holen. Ich habe immer noch den alten Krams und ich sterbe. Bitter. Also alles in allem würde ich mal schätzen, da die Groupmates halt auch sehr, sehr low sind. Es fehlt ein kleines bisschen Heilung. Ist jetzt nicht schlimm. Wahrscheinlich könnten wir da auch als Gruppe besser gegensteuern, indem wir die Stacks vernünftiger spielen und so weiter und so fort. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ja. It is what it is. Wir werden den Dungeon nichtsdestotrotz wahrscheinlich trotzdem schaffen. Da mache ich mir jetzt mal keine Gedanken an dieser Stelle. Also ich mache mir zwar viele Gedanken, aber darüber jetzt nicht unbedingt. So. Mal versuchen, Machtverschiebungen öfters. Keine Ahnung, irgendwie muss ich mir. Vielleicht muss ich mir auch mal ein Makro schreiben. Eine Weak Aura. Wo dann so, wenn das Ding auf Cooldown kommt, wo es einfach oben einfach nur steht, setz Machtverschiebung ein, du Volldepp. Einfach, dass ich's raffe. Auf welchem Punkt war das geskillt? Hier. Okay. Ha! Lol. Alter! Ich hab nur gesehen, wie der Healer Dark einfach konsequent weggescheppert wurde. Und da gehe ich schön in Invis. Den Scheiß könnt ihr jetzt alleine machen. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. So, alle tot außer mir. Habe ich gut gelöst, würde ich behaupten. Ist tatsächlich ein interessanter Key jetzt. 18 Tode, das ist schon gar nicht mal so wenig für einen 15er Key. Mit Leuten mit 472. Ah, der 4, okay, das habe ich gar nicht geguckt. Der Heiler hat auch nur 432 Gear. Das macht dann natürlich Sinn. Der ist vom selben Server wie der Tank. Da liegt dann halt immer die Vermutung nahe, dass irgendjemand den anderen boostet. Aber da haben wir dann theoretisch schon die Antwort auf die Frage, warum manchmal die Heilung etwas knapp ist. Und das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber dem Spieler gemeint. Ich bin selber, finde Diszi gut zu spielen, gerade im Mythisch Plus, ist keine einfache Aufgabe, definitiv nicht. Und dann noch mit Gear, wo du sagst, weiß nicht, 432, das war ja gerade mal HC-Niveau im letzten Content. Das muss man auch dazu sagen. Also definitiv nicht das, was du dir wünschst. Für jetzt gerade für 15er Keys, da kann ich dann schon verstehen, wenn es hier und da etwas hapert und uns da der Saft ausgeht. Mal gucken. Wenn wir über 30 Tode kriegen zusammen, dann wäre es auf jeden Fall noch ein sehr interessanter Key. Ich hoffe es nicht, weil das ist halt auch die Sache. Je mehr Zeit wir am Ende verplempern, also, ne, je
weniger Zeit wir am Ende des Keys übrig haben, desto höher ist halt auch das Risiko, dass ich nicht die benötigte Wertung zusammenbekomme. Und das wäre dann schon ziemlich toxisch, muss ich sagen. Dann habe ich mir den ganzen Bims für nichts angetan. Und übrigens, was mir gerade auffällt, ich sage in letzter Zeit sehr gerne Bims. Ich weiß nicht warum. Aber auch das, it is what it is. Aber guter Boss-Damage gerade. Möchte ich mal so anmerken. Guter Boss-Damage gerade. Mache ich auch einmal was vernünftig. Halbwegs. So, der wird richtig weggeschäppert. Peng! Dodge. Nice. Und jetzt kann ich mir nochmal selber Kampfrausch ziehen. Auch das, die Chance nutzen wir natürlich. Dodge. Oh Gott, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr. Sorry an alle Headphone-User. Da habe ich gerade geschrien, weil ich in dem Moment eiskalt drücken wollte. Dann hätte ich es auch überlebt. Wie viel Overkill war das? Death Recap. Muss hier gucken. 64k her. Hätte ich das Ding gezogen, hätte ich safe überlebt. Das möchte ich gar nicht mal dem Heiler anlasten. Das war einfach nur dümmlich von meiner Seite aus. Hätte ich besser lösen müssen. Oder halt, ne, wenn ich schon nichts ziehe, einfach meinen Arsch früher bewegen und nicht so weit im Raum stehen. So, das können wir mal runterdispellen von dem. Machen wir uns mal nützlich gerade und nutzen die Utility aus, nachdem ich in meinem Drunk Key auch kennengelernt habe, wo ich, auf welchem Key ich Flüche entfernen gebindet habe. Dann können wir es auch mal nutzen. Ups. Bin ich zu früh durch die Tür geplatzt. Und komm. Ah, schade. Hätte ich gehofft, ich krieg den Glacial noch durch, solange noch 2-3 Mobs leben. Dem war jetzt nicht so. Aber gut, nicht schlimm. So, ruhen mal auf mir. Das dispel ich mir jetzt mal runter. Zack. Ich versuche dran zu denken, Machtverschiebung einzusetzen. Hat auch so halbwegs geklappt. Ich glaube, da kam aber dieser beherzte Verteidigung-Cast durch. Hier wäre tatsächlich, merke ich gerade, ein Mouse-Over-Makro nicht schlecht. Aber gut. Was nicht ist, ne? Kann es mir auch nicht aus dem Hut zaubern. Alter, schon wieder auf mir. Ich glaube nicht mal zwangsläufig, dass ich es hier jetzt hätte runternehmen müssen. Aber ich dachte mir jetzt auch, ehrlich gesagt, weißt du was? Es schadet auch nicht, wenn ich es mache. Von daher will ich einmal das Klischee des DDs, der nur auf Damage geiert, brechen. Und auch mal irgendwas tun, was halbwegs nützlich für die Gruppe ist. So würde ich sagen, kann man es ausdrücken. Hier werde ich aber jetzt volles Brett meine Cooldowns reinblasten. Scheiß auf den Boss-Damage. Wobei, das war dumm. Das war dumm. Das war keine smarte Entscheidung. Das war definitiv keine smarte Entscheidung. Die Ads sind viel zu schnell gestorben. Und ich pull den Mob. Nice. Good job, good job. G6 richtig auf Tank angelehnt hier unterwegs. Rein in die Barriere. Kleine Dev-CD. Oh, ich habe halt gar nichts mehr. Okay, ich kann wieder eiskalt resetten. Das wundert mich, um ehrlich zu sein, dass in dem Pool gerade niemand gestorben ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Da
Damit habe ich jetzt aber halt leider hier keine Cooldowns. Das ist ein bisschen shit. Aber ja, auch hier habe ich mir ja selbst eingebrockt. Virulenter Erreger auf mir. Alter. Boah. Das war knapper, als mir lieb ist. Auch da musste ich halt wieder meinen Cooldown rausschieben. Ansonsten wäre ich sowas von tot gewesen. Also das ist so dieser Punkt gerade. Hier merkt man doch. Und ich bin so dumm. Und dann denke ich dran, Machtverschiebung einzusetzen. Und im selben Moment fange ich an und bewege mich und cancel den ganzen Cast. Fantastisch. Auch das ein hervorragendes, quasi MDI-ähnliches Gameplay von meiner Seite aus. Auch hier muss man sagen, wundert mich gerade ehrlich gesagt, dass wir nicht schon mehr Tode in diesem Fight hatten. Teilweise ist es doch relativ knapp. Also, ich war auch einmal kurz vorm Abnippeln, definitiv. Jetzt kommt der Part, wo ich ein bisschen aufholen kann, eventuell, wenn beide Bosse beieinander stehen. Gleich kriege ich meine Spiegelbilder wieder ready. Das wird ganz gut oder wichtig. Da kann ich mich noch einmal, wenn es hart auf hart kommt, vor dem Tod retten. Aber ansonsten, wenn jetzt alles gut läuft, sollten wir es hoffentlich... Und ich blink genau in die Soße rein. Nein, Glück gehabt. Ich musste aber auch noch unbedingt den Gletscherstachel durchkriegen. Ich hätte ja auch einfach früher laufen können. Aber nein, der Cast musste noch durch. Aber okay, wir haben es geschafft. Auch hier, ich nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, was kommt hier jetzt? Mit der Vernichtung von Lady Kronsteig. Ganz, ganz ekliges Umschlingen hier. Muss man nicht unbedingt haben. Kriege ich jetzt den Gletscherstachel noch durch? Please. Yes. Es ist nicht wichtig, wer das ist. Wir brauchen Hilfe. Gorak Tul darf nicht in unsere Welt übertreten. Okay. Bitte helft uns. Wenn Gorak Tul bis hierhin, alles easy. Also was heißt easy? Aber jetzt wird alles stehen und fallen mit der Tatsache, wie gut wir die Ads handeln. Also... Klappt das, dass wir die töten mit der Fiole da oder klappt das nicht? Der Tank weiß auf jeden Fall, was er tun muss. Ich bin ehrlich an dieser Stelle. Ich wollte lieber Damage padden. Ich hätte das Ding aufgenommen, hätte ich gesehen, dass es keiner macht. So, bis hierhin noch alles cool. Alles easy. Alles easy. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich feststelle, ist, dass ich diesen Dungeon im Vergleich zu dem Rabenwehr, den ich gestern hochgeladen habe, zumindest nicht ganz so mülleimerig spiele. Also, zumindest was meine Rotation angeht, was den Damage angeht, den ich rausbringe, vor allem Single Target, ist das doch schon um ein gutes Stück besser als das, was wir gestern hatten. Oder was wir gestern ertragen mussten, mehr oder weniger. Nein! Apropos ertragen müssen. Das ist sehr hart zu ertragen. Und please. Gib mir den Score, den ich benötige. Yes! 116 am Ende. Gut, war tatsächlich gar nicht so knapp, wie ich gedacht hätte. Kein Loot. Das war klar. Fast schon. Nein, nicht Zeitverschiebung. Ich wollte eigentlich ein Portal setzen. Das ist halt auch ein Spell, den muss ich noch öfters einsetzen. Das weiß ich auch, Zeitverschiebung. Mach ich noch zu wenig. Und jetzt gleich holen wir uns noch gemeinsam mein neues Item ab, welches auch immer ich mir gleich holen werde. Und dann mal gucken, müsste ich vielleicht einem Level 473 oder so sein, wenn alles nach Plan läuft. Komm, geht durchs Portal. Papa hat keine Zeit. Please. Ich will nur nett sein. Weil wenn ich da durchgehe, ich habe mich ja neulich noch über die Magier beschwert, die durchs Portal gehen oder es stellen, da durchgehen und dann kommt halt kein anderer mehr durch. Das ist schon ziemlich toxisch. Was wir jetzt machen können.
Thanks, guys. BB, immer dran denken. Wir sind nett. Ja? Und verabschieden uns, wenn wir einen Dungeon verlassen. Oder meistens zumindest. Jetzt habe ich ein paar Abzeichen des Wirms. Das kann ich tatsächlich sogar zu meinem Vorteil nutzen, glaube ich. Es gibt jetzt quasi noch Bonus-Content, und zwar Gear ein bisschen aufpolieren. Gegenstandsaufwertung. Ich könnte eines der Trinkets wählen. Ring, Boots. Nee, das nicht. Brust. Das ginge noch. Der Cloak. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht. Der Hut ginge. Mace Trinket macht mehr Schaden über den gesamten Dungeon. Gibt es Sternlicht? Die geben sich beide nicht viel. Wir nehmen das Gefäß. Kann ich das jetzt aufwerten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann zwei, das auf 476 habe. Ne, kann ich nicht. Schade, dass es nicht funktioniert, wenn ich hier den Slot tausche. Wäre auch zu schön gewesen. Aber gut, wir haben ein kleines Trinket-Upgrade. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Dann kann ich gleichzeitig dann mit den Aspektwappen drauf sparen, mir ein 486er wieder zu craften, welches auch immer das dann am Ende sein wird. Und jetzt, nice, schön in die falsche Richtung unterwegs. Und jetzt holen wir uns noch besagtes Item, welches ich auch immer haben möchte. Ich glaube, Schultern ist der höchste Slot, den es gibt. Aber nagelt mich darauf nicht fest. Händetroppen bei Laro da, meine ich. Es müsste Tindral sein. Ich hätte jetzt auch einfach im Dungeon Journal nachgucken können, aber das wäre ja zu einfach. So. Welcher von euch beiden war das? Ich glaube, der rechte. Nein, genau, der nicht. So. Schultern. Wir wollen heroisch. Also 473 zu 463, 473 zu 457, 476 ist der Kopf. Den habe ich schon auf 480, 467, die Handschuhe und 473. Also am besten wäre tatsächlich Kopf. Und danach kommen Schultern, Beine und Brust. Und Hände sind tatsächlich am schlechtesten. Dementsprechend ist die Wahl sehr, sehr einfach. Wir nehmen die Pantalons mit. Zack. In meinen Mund. Traum von Wyrms. Wächst in Saison 3 von Dragonflight aus den Traumwappen des Welpen heraus. Okay, das haben sie immer noch falsch, die Beschreibung. Da scheint sich auch nichts dran zu ändern. Dann teleportieren wir uns jetzt noch einmal schnell zurück. Traumwappen des Drachen gegen Traumwappen des Wyrm eintauschen. Traumwappen des Welpen. Okay, okay, okay. Ich glaube, auf meinen Twinks habe ich von gar nichts irgendwelche Wappen. Ich brauche ja mindestens 90 Stück zum Eintauschen und da habe ich gar nichts. Von daher ist das eigentlich auch scheißegal. Das Einzige, was gut ist, ist, dass ich jetzt ein paar Flugsteine per Post geschickt bekomme. Eventuell, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, aber eventuell kann ich damit nochmal die Waffe upgraden und das wären tatsächlich Aspect-Tokens, die ich investieren würde. 100. Also kein Waffen-Upgrade. 166. Schade. Reicht nicht. So, dann holen wir uns jetzt noch einen saftigen Zauberfaden. Und dann würde ich sagen, war die Episode doch ein ganz guter Erfolg. So, gefrorener Zauberfaden. Wir sind auf Item Level 473 hoch. Ich habe die 2000 Rating geholt, was jetzt auch nicht so super schwierig war. Ja. Lief doch alles, würde ich mal behaupten. Damit danke ich euch recht herzlichst fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video und ja, reingehauen.